Bevor es das nächste Bike-Video gibt, zeige ich euch heute mal, wie der smarte Zubehör, und das ist in dem Fall das Schloss von iLocket, welches mit dem Smartphone gekoppelt ist und sogar eine Alarmfunktion in sich trägt. Das iLocket-Schloss könnt ihr an jedem normalen Touren- oder Trekkingrad festmachen. Wir haben also in der Regel hier diese Aufnahmeösen, diese Gewinde am Rahmen schon dran, und wir kriegen in dem Ganzen dann auch als Befestigungsmaterial mitgeliefert, genauso wie zum Beispiel ein USB-Kabel oder auch Kabelbinder. Das Schloss unterscheidet sich nicht grundlegend von anderen Schlössern. Es hat natürlich ein bisschen mehr Technik in sich, zum einen die Bluetooth-Module oder das Bluetooth-Modul für die Kopplung, genauso wie den Geräuschgeber, also für die Alarmanlage. Und das schließen wir oder das montieren wir jetzt ganz normal am Rahmen. Die Montage gestaltet sich relativ einfach, so wie wir das bisher vom analogen Fahrrad kennen, an dem wir natürlich dieses normale iLocket-Schloss auch befestigen können. Und dafür nehmen wir hier noch diese Kappen aus dem Rahmen, falls vorhanden, und schrauben dann mit den mitgelieferten Schrauben das Schloss ganz normal am Rahmen fest. Das geht relativ einfach und relativ schnell. Und wenn die blaue LED hier oben blinkt, dann ist das Ganze im Programmiermodus. Die weiße Kappe rechts neben dran, das ist der USB-Anschluss. Hier haben wir eine Karte mit zwei QR-Codes, um die App fürs Handy runterzuladen, genauso wie diese Farbkodierung, die uns hilft, das Schloss auch manuell zu öffnen, wenn wir kein Handy mit dabei haben. Die Installation über diese QR-Codes, die hat hier nicht so wunderbar geklappt, denn die sind in meinen Augen ein kleines bisschen zu klein auf dieser Karte gedruckt. Man muss ganz nah rangehen, dadurch kann das Handy nicht mehr scharf stellen. Deswegen habe ich das jetzt hier manuell installiert und kann dann anschließend auch schon relativ schnell loslegen. Hierfür muss ich der App sagen, welches Schloss zu dieser App gehört. Man lässt das also suchen. Das funktioniert ganz normal per Bluetooth, so wie man das heute kennt. Die Suche hat auch nicht sofort funktioniert. Die Kopplungsanfrage, die geht noch relativ schnell. Aber dann wurde das Schloss erstmal nicht gefunden. Nach Ein- und Aus- und Aus- und Einschalten ging das Ganze dann nachher, nachdem ich das Schloss auch nochmal manuell nachgeladen hatte. Daran dürfte es aber nicht gelegen haben. Also gut, bei Bluetooth gibt es dann immer verschiedene Ursachen. Wenn wir dann im Einstellungsmenü sind, können wir zum einen eine sehr interessante Funktion bedienen, nämlich das automatische Schließen und Öffnen des Schlosses beim Weggehen. Ich kann also hier die Distanz einstellen, wann das Schloss öffnen oder schließen soll, wenn ich mich entferne. Ich kann die Töne einstellen, was das Schloss oder welches das Schloss von sich geben soll, wenn ich öffne und schließe, und noch andere Sachen. Und ich kriege natürlich den Standort übermittelt, der allerdings wird logischerweise vom Handy gesendet. Manuelles Öffnen und Schließen geht dann auch über die App oder am Schloss direkt. Da haben wir oben einen Knopf, wenn wir den gedrückt halten, dann schließt das Schloss auch ohne das Handy ab. Und das automatische Schließen, das ist wie gesagt das Interessante. Die Funktion, dass das Schloss automatisch abschließt, wenn ich weggehe, die ist relativ genial. Ich muss nichts weiter tun, ich entferne mich, das kann ich in der App einstellen, und schon geht im Hintergrund das Schloss zu. Das Gleiche passiert dann, wenn ich wiederkomme und das Schloss in die Nähe meines Smartphones kommt. Dann öffnet es nämlich wieder. Eine weitere Funktion ist die Alarmanlage. Bei Bewegung, Erschütterung, Segeln am Schloss oder Ähnlichem kriege ich eine Meldung aufs Handy in der Nähe. Und natürlich den Alarmturm, und ich kriege sogar Meldungen auf eine Smartwatch, wenn vorhanden, ob die Verbindungen aus Versehen getrennt wurden oder ob ein Alarm ausgelöst wurde. Was natürlich auch hilfreich ist, ist so ein Verlängerungskabel, damit ich nicht nur ab, sondern auch angeschlossen bin. Ist ja auch für Versicherungen sehr, sehr wichtig. Das kann ich also ganz artgerecht an einem Straßenschild, an einem Radständer montieren. Das wird hier unten reingesteckt, ist dann fest dran. Und wenn ich hier wieder öffne über die App das Schloss, dann wird nicht nur der Bügel entriegelt, sondern auch mein Kabel. Das Ganze ist eine sehr, sehr gute Idee. Funktioniert relativ gut, geht schnell zu montieren, liegt mit 129 Euro im überschaubaren Bereich. Schaut es euch bei uns an. Wenn ihr weitere Videos wollt, dann abonniert gerne den Channel und bleibt informiert.